Eines der beeindruckendsten Projekte, die wir besucht haben von Amar, war unter anderem ein Kinderheim für Jungs, auch hier in Grajaú, am Stadtrand von Rio, das uns alle sehr berührt hat. Wir sind da sonntags vormittags ganz spontan hingefahren, haben die Jungs besucht, eigentlich um das Projekt nur oberflächlich kennenzulernen und haben dann einige Stunden dort verbringen können. Das war für uns alle sehr bewegend. Die Kinder waren oder sind dort zwischen 8 und 14 Jahren. Und die Leiterin hat viele Geschichten, auch Einzelschicksale erzählt. Unter anderem ein Junge, der von seinem Vater missbraucht wurde, der dorthin gekommen ist und jetzt seit 4 Jahren in dem Heim ist und eigentlich sein größter Wunsch ist, adoptiert zu werden. Und die Leitung hat uns aber auch gesagt, wie schwierig das ist, dass einfach Kinder in dem Alter und vor allem Jungs kaum mehr zu vermitteln sind, sondern die, die da ins Heim kommen, die kommen und bleiben eigentlich 1-2 Jahre, eventuell kommen die dann mal raus, werden wieder zurückgebracht. Ja, und wir sind einfach in dem Heim angekommen und haben erstmal versucht, ein bisschen so Kontakt aufzunehmen. Es war ganz interessant, weil der erste Junge, der uns am Tor begrüßte, den wir fragten, ob alles klar ist, war auch sehr ehrlich und sagte nein, überhaupt nicht und ging auch direkt wieder. Und wir wussten schon erstmal gar nicht, wie wir uns jetzt damit verhalten sollten, ob wir wieder, wie wir darauf zugehen. Und dann waren die erste Zeit doch ein bisschen distanziert. Die kamen zwar immer wieder, aber gingen auch und spielten. Und im Laufe des Vormittags und Nachmittags, wo wir dann dort waren, ist das richtig aufgebrochen, dass am Ende alle Jungs wirklich bei uns waren und uns fast ein bisschen wie Mamas behandelten. Und man merkte, die haben so ein Bedürfnis nach Nähe zu Menschen und dass wir wirklich alle unglaublich gerührt dort wegfuhren. Und ja, also wirklich jeder da eine ganz besondere Erfahrung aus diesem Heim mitgenommen hat. Wenn man den Vergleich auch zieht, jetzt in Deutschland, wie unsere Kinder in unserem Land groß werden können und wie die Kinder da groß werden. Und dann natürlich auch schön, wie die Pädagogen da arbeiten. Also die unglaublich liebevoll einfach umgingen und ein Pädagoge mit 21 sagt einfach, er fühlt sich dort richtig wie ein Papa für die Jungs. Und das ist einfach schön, wie man das einfach so beobachten dürfte. Also das waren wirklich... ja, beeindruckende Zeit, die wir in dem Heim verbringen konnten.